Es ist mal wieder soweit. Ein Jahr ist vergangen seit meinem letzten Video zur Nintendo Switch, wo ich ja über die ersten 6 Jahre der Konsole gesprochen habe. Falls ihr das nicht gesehen haben solltet, schaut da mal gerne vorbei. Auf diese letzten 6 Jahre davor werde ich auch nicht eingehen. Heute soll es nochmal ein Update sein, genauso wie ich das ja auch bei der PlayStation 5 und bei der Xbox Series letztes Jahr gemacht habe. Hier soll es nur um das letzte Jahr der Switch gehen, seitdem ich das vergangene Video gemacht habe. Und wir befinden uns ja mittlerweile in so den Twilight Years der Konsole. Wir wissen, dass Nintendo nächstes Jahr irgendwann den Nachfolger rausbringen wird und waren, denke ich mal, alle gemeinsam überrascht, dass sie vor allem für dieses Jahr jetzt nochmal sehr viele Banger angekündigt haben. Also, dass, obwohl man sicherlich sagen kann, dass ein neues Zelda, was sie gezeigt haben, jetzt nicht auf dem Kaliber eines Tears of the Kingdom sein wird und auch ein Mario und Luigi jetzt nicht in demselben, also in derselben Kategorie wie ein wirklich neues 2D Mario sein wird, ist es dennoch ganz gut zu sehen, wie diese Konsole auch in dem letzten finalen Jahr unterstützt werden wird. Vor allem, weil ich auch sagen muss, dass die vergangenen 12 Monate jetzt zwar nicht wirklich enttäuschend waren, aber nach Tears of the Kingdom, ich glaube, es hat nochmal so dieses richtige Totschlagargument für die Konsole irgendwie gefehlt. Also der Titel, hinter dem sich alle Leute zusammen gemeinsam versammeln, das dann sofort 10, 20 Millionen verkaufte Einheiten hat und das eben auch nochmal so einen gewissen kulturellen Moment ist. Also sowas wie ein Animal Crossing beispielsweise oder auch ein Smash Brothers, selbst so ein Ring Fit hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Impact gehabt als die ganzen Spiele, die im vergangenen Jahr rausgekommen sind. Aber dennoch, und ich glaube, das ist eine Sache, die man Nintendo generell, vor allem im Vergleich zu den direkten Konkurrenten, also zu den anderen Plattforminhabern, Microsoft und eben Sony, da wirklich zugutehalten muss, ist die Tatsache, dass sie auch jetzt im vergangenen Jahr fast jeden Monat ein eigenes Spiel veröffentlicht haben oder es zumindest eben auch exklusive Titel von Third Party kamen. Und da waren ja wirklich auch ein absolute paar Banger dabei. Also Sachen, von denen wir natürlich jetzt längere Zeit gewusst haben, dass sie irgendwie mal existieren, aber dennoch schön, dass wir endlich ein Pikmin 4 bekommen haben. Dass wir ein neues 2D Mario auch bekommen haben mit einem Super Mario Bros. Wonder, wo ich persönlich jetzt ein bisschen enttäuscht war auf jeden Fall. Also könnt ihr euch gerne meine Review dazu ansehen. Ich hatte auch zu Pikmin 4 ein Video gemacht, aber die restlichen Sachen waren teilweise auch ganz nett. Ich glaube, so F-Zero 99 war wirklich eine sehr schöne Überraschung und auch so etwas wie Princess Peach Showtime, ja, das reißt jetzt keine Bäume aus, das ist jetzt kein Spiel, für das sich Leute explizit nochmal jetzt hinsetzen und sagen, boah, ich habe die ganze Zeit keine Switch gekauft. Ja, weißt du, so ein Mario Kart, so ein Smash Brothers, so ein Zelda, 3D Mario, 2D Mario, das schafft es irgendwie nicht ganz, aber jetzt, wo wir einen Princess Peach Plattformer haben, dafür kaufe ich natürlich die Konsole. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass das System mit solchen Titeln weiterhin befüttert wurde. Und dann finde ich es auch ganz okay, wenn so ein Experiment, ein kleines wie ein Endless Ocean Luminous vor ein paar Monaten rauskommt. Hey, mal wieder ein neues Endless Ocean, was sich mehr auf einen Multiplayer fokussiert hat und prozedural generierte Karten. War nicht wirklich ein Erfolg, hat mir auch persönlich nicht gefallen, aber ich fand es dennoch ganz nett, dass so etwas versucht wurde. Und wenn drumherum links und rechts eben auch noch weitere neue Titel rauskommen, die dann auch gut sind, die eben den Qualitätsstatus von einem Pikmin 4 beispielsweise haben, dann finde ich es ganz okay, dass auch so ein Teil rauskommt, der dann vielleicht auch mal ein bisschen in die Hose geht. Oder auch Sachen, die gut funktionieren, aber jetzt ebenfalls nicht weltbewegend sind wie ein WarioWare Move. Aber man kann sehen, da hat Nintendo nochmal sehr viel rausgebracht. Wir hatten aber auch noch Third-Party-Exclusives bekommen oder zumindest Sachen, die Timed-Exclusives sind, wie sich das rausgestellt hat. Ein Master Detective Archives Raincoat beispielsweise. Auch so super seltsame virale Erfolge wie ein Suica-Game sind ja letztes Jahr dann auch rausgekommen. Und ich mag, dass diese Vielfalt auf der Konsole entsteht. Aber es zeigt sich natürlich auch so ein bisschen das Alter bei diesem System. Und ich glaube, das ist eine Sache, was ja an sich auch ein gewisser Vorteil ist, gerade eben für die Produktion.
Produktionskosten und eben dann auch die Entwicklungszeit der Spiele, dass Nintendo im Gegensatz zu einem Microsoft, zu einem Sony überhaupt in der Lage sind, so viele, oder vielleicht sogar, was heißt in der Lage sind, aber fast schon eher durch die Hardware auch gezwungen sind. So, sie können kein God of War dafür machen, sie können kein Hellblade 2 dafür machen. So, es sind nicht die Spiele, die die Ewigkeiten in der Entwicklung stecken, und wenn es das sind, wie ein Tears of the Kingdom beispielsweise, das hat ja jetzt seine 6 Jahre dann auch Gebrauch gehabt, dann lag es eben daran, dass an dem kompletten Design dahinter gewerkelt wurde, dass, ne, vor allem eben, dass die ganzen physikalischen Sachen davon funktionieren, um wirklich eine andere spielerische Erfahrung zu bringen und nicht jetzt nur, oh, wir haben 5, 6 Jahre für die Entwicklung gebraucht, alleine um die grafische Qualität hochzuschrauben oder um Content für eigentlich nur die Existenz des Contents selber zu haben. Unser Spiel muss jetzt 30, 40 Stunden Open World irgendwie sein. Und die Hardware von der Switch bedingt es ja quasi schon, dass eben mehrere Titel rauskommen, die auch ein bisschen kleiner sind, die ein bisschen fokussierter sind. Und vielleicht auch durch den Handheld-Faktor sind Leute eher gewillt, dafür auch Geld auszugeben, weil man sich denkt, es ist ja nicht nur etwas, das ich dann irgendwie zu Hause habe, am Fernseher. Das ist auch etwas, das kann ich in der Wohnung selber umhernehmen. Es ist etwas, das kann ich mit nach draußen nehmen, auf dem Weg zur Arbeit, irgendwo anders, ne, oder einfach mal in den Urlaub mitnehmen. Ich glaube, da liegt auch deswegen nochmal die Schwelle ein bisschen niedriger, dass man solche vielleicht kleineren Nachteile von der Technik dann eben auch nochmal in Kauf nimmt. Und ich mag auch, dass kleinere nochmal Ports, Remaster dafür rauskommen für die Switch. Vor allem, weil es ja, ne, man gewinnt so ein bisschen durch diesen portablen Faktor, plus sehr viele Spiele, also da rede ich jetzt eher weniger auf meiner persönlichen Ebene, weil ich die Sachen dann meistens eben schon auf der Originalkonsole gespielt habe oder zumindest auch problemlos darauf zugreifen kann, aber ich finde es immer nett, wenn mehr Leute einen leichteren Zugang zu Spielen haben. Das heißt, auch da, ne, wir hatten ja in der Vorbereitung von Pikmin 4, Pikmin 3 Deluxe, das gab es ja schon eben auf der Switch, aber es war cool, dass wir auch nochmal diese HD-Ports von Pikmin 1 und 2 bekommen haben. Da hatte ich ja ebenfalls auch auf diesem Kanal drüber gesprochen. Wir haben ja jetzt gerade erst das Remaster zu Luigi's Mansion 2 auch bekommen. Wir hatten auch welche, die vielleicht jetzt nicht so gut waren. Das ist natürlich immer ein bisschen schade mit den Baten Kaitos 1 und 2 HD Remastern, die ja mittlerweile jetzt auch auf dem PC rausgekommen sind. Da werden die hoffentlich so ein bisschen davon profitieren, dass sie dann auch gemoddet werden können. Ich glaube auch so Sachen wie Gothic 1 und 2 sind jetzt nicht wirklich im besten Zustand da drauf gekommen. Das ist immer ein bisschen schade. Es gilt ja auch das Gleiche für die Ports, ne? An sich ist es ja auch da wieder immer schön, wenn es zumindest versucht wird, die Sachen da drauf zu bringen. Und ich habe auch immer so ich bin neugierig, das dann auch mal mir anzusehen, jetzt vielleicht nicht gerne Geld dafür auszugeben oder zumindest mal so einen Port auszuprobieren. Ich fand zum Beispiel damals die Switch-Version von Doom 2016, die rausgekommen ist, die fand ich relativ beeindruckend. Natürlich technisch deutlich, deutlich abgespeckter als die Originalversion des Spiels, aber für die Switch immer noch ganz gut zugeschnitten. Und auch im letzten Jahr gab es wieder so ein paar Versuche, ne, wo, oh, das ist ein erfolgreiches Spiel oder das ist noch was Älteres, was erfolgreich ist. Lass doch mal versuchen, das Ganze auf die Switch zu bringen. Und manchmal, ne, schlägt man eben ein bisschen über die Stränge, dann versucht man ein bisschen zu nah an die Sonne zu fliegen. Und wir hatten da ja zum Beispiel dann die Ports von Hogwarts Legacy, der nicht so pralle sein soll, oder eben auch die Arkham-Trilogie, wo ich verstehe, dass man die ersten beiden Arkham-Spiele oder vielleicht dann noch Origins, das ist ja auch so ein Titel, der an sich problemlos auf der Switch funktionieren könnte, weil das sind ja Spiele, die auf der 360 PS3 rausgekommen sind, aber dass man dann auch noch wirklich gesagt hat, nee, weißt du, wir bringen Arkham Knight da drauf. So hätten sie stattdessen lieber, glaube ich, Origins da reingepackt, aber wir bringen jetzt Arkham Knight da drauf, ein Spiel, was ja auf der PS4 und Xbox One rausgekommen ist, und ja, es gibt diese Portierungen von solchen Titeln. Ich hatte ja gerade Doom 2016 genannt, es gibt ja auch einen sehr interessanten Port von Witcher 3, und ich finde es jetzt gerade so am Ende vom Lebenszyklus so interessant, dass man es jetzt versucht, wo ich mir denke, hättet ihr es doch lieber bei Arkham Asylum, Arkham City und dann statt eben Arkham Knight, Arkham Origins gelassen, das hätte gut funktioniert, und dann einfach gewartet, bis die Nachfolgerkonsole rauskommt, weil dort hätte so ein Port sicherlich wesentlich besser funktioniert. Also natürlich müssen wir dann noch sehen, was genau die Hardware ist und wie gut dann die Technik von dieser Nachfolgerkonsole laufen wird, aber gerade solche Ports, ich meine, hey, dann versuchen sie
es einfach nochmal. Ne? Dann kannst du nochmal abgreifen und nochmal damit Geld machen. Genauso wie auch wir gesehen haben, dass weiterhin sehr viele Remakes erschienen sind in dem letzten Jahr. Und das ist auch so eine, finde ich, so ein Anzeichen, dass es in diese letzte Phase reinging. Ne? Wir wissen ja auch von Nintendo, dass sie sehr viele von diesen Spielen zurückhalten, dass sie teilweise schon ein Jahr im Vorfeld fertig sind, dass es ja scheinbar auch momentan immer noch Spiele wohl existieren, laut den Gerüchten. Fertige, komplett fertige Portierungen, Remakes, sonst was irgendwie, Remaster, die rumliegen und bei denen jetzt einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet wird, sie rauszubringen. Aber auch da, ne, ich finde es an sich immer cool, nochmal alte Marken zurückzubringen, mehr Leuten zugänglich zu machen, auch wenn ich immer einen Port präferiere. Ich hatte ja schon zu Remakes mehrere Videos gemacht und das heißt, ja, ne, ich finde das Super Mario RPG Remake, das ist eine coole Sache an sich. Another Code Recollection war zumindest ein netter Versuch, weil es andere Dinge gemacht hat als das Original. Also ich finde zwar immer noch, dass, wie ich auch in der Review gesagt habe Anfang des Jahres, ich finde immer noch die DS-Version deutlich besser und deutlich interessanter, aber in dem Fall hat zumindest dieses Remake etwas Neues versucht, im Gegensatz jetzt zu einer Sache wie irgendwie Paper Mario 2 oder Mario vs. Donkey Kong. Da fände ich natürlich immer noch besser, wenn es einfach nur simple Ports gewesen wären und man stattdessen etwas Neues versucht hätte. Ne? Gerade so im Fall von einem Mario vs. Donkey Kong, was vorher ein GBA-Spiel war, das hätte man auch auf Nintendo Switch Online bringen können und stattdessen dann ein neues Spiel zu machen. Das ist, finde ich, immer die bessere Möglichkeit und wenn man ein Remake macht, dann denke ich auch, hey, dann lass doch versuchen, wirklich eine Neuinterpretation des Ganzen zu machen, wie Resident Evil 2 Remake beispielsweise, wo wir dann sehr unterschiedliche Spiele haben und man kann beide auf die gleiche Form genießen oder das Resident Evil Remake oder eben Resident Evil 4 Remake. Ich finde, das ist immer so ein sehr gutes Template dafür, wie ne, du hast dann zwar trotzdem, okay, wir werfen nochmal die ganzen Ressourcen dahinterher, um Remakes zu machen, aber zumindest nochmal ein neues Spiel rausgekommen. Aber ich finde, das zeichnet eben auch so einen Blick eben auf die Konsole im letzten Jahr, dass wir, ne, wir haben zwar so gewisse Meilensteine noch bekommen, wie ein Pikmin 4 oder ein Super Mario Bros. Wonder. Ich glaube nur, dass Super Mario Bros. Wonder das einzige von den beiden ist, die jetzt auch wirklich großartige, starke Verkaufszahlen hatten. Und ich glaube, da wäre es vielleicht auch nochmal ganz gut, in dem Sinne kurz drauf zu blicken, weil das ist immer noch abartig. Also das finde ich ist immer noch abartig. Wir befinden uns mittlerweile bei 141 Millionen verkauften Konsolen. Und das sind dann letztes Jahr, also in dem Geschäftsjahr, Nintendo-Geschäftsjahr von 2023, das waren insgesamt 15,7 Millionen Einheiten, die noch verkauft wurden. Natürlich, die Anzahl geht jetzt von den verkauften Konsolen geht Jahr und Jahr zurück und vielleicht gibt es auch einige Personen, die sich jetzt denken, na, okay, ich warte noch, bis nächstes Jahr das Gerät rauskommt, aber deswegen kommunizieren sie das ja auch erst so spät. Also ich glaube, dass eine richtige Offensive erst nächstes Jahr stattfinden wird. Sie wollen jetzt garantiert noch einmal das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und das Maximale aus diesen Verkäufen noch rausholen, bevor dann das Nachfolgergerät irgendwann nächstes Jahr erscheinen wird und dann eben groß in dem Weihnachtsgeschäft 2025 angepriesen wird. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal sagen, hey, okay, es haben sich letztes Jahr in 2023 nochmal, ich glaube, es sind so 12-13% weniger Konsolen verkauft als in 2022. Und wenn dieser Trend so weitergeht, dann werden wir aber immer noch bei knapp über 10 Millionen verkauften Konsolen dieses Jahr sein. Und damit kommt die Switch dann wirklich sehr, sehr nahe an den ersten Platz der meistverkauften Konsole aller Zeiten. Und das ist ja eine Sache, von der viele Leute und ich auch ausgegangen sind, dass dieser erste Platz von der PlayStation 2 nie wieder erreicht werden würde. Also Nintendo ist ja nah dran gekommen mit dem DS. Ich glaube, das waren so knapp 151 Millionen verkaufte Einheiten und das eben auch über den DS, den DS Lite, den DSi, die ganzen Versionen, die davon rausgekommen sind. Aber die PlayStation 2 lag bei 155 Millionen und dann kurz bevor Jim Ryan Sony verlassen hat, hat er
dann nochmal kurz gesagt, ach ja, wir haben da nochmal im Keller 5 Millionen verkaufte Einheiten. Irgendwie, ne, das ist noch in der Buchhaltung was aufgefallen. Wir sind eigentlich bei 160 Millionen verkauften Einheiten. Das heißt, da liegt die Switch immer noch 20 Millionen zurück. Sie ist auf dem dritten Platz, müsste sie jetzt sein, hinter dem DS und dann eben noch ein bisschen hinter der PS2 zurück. Den DS sollte man wahrscheinlich, ne, wenn der Trend weitergeht, dann sollte es nochmal geschafft werden, den DS zu überholen. Aber es wäre vielleicht sogar möglich, ne, gerade selbst wenn die Switch 2 rauskommt, wirst du immer noch ein paar Leute haben, die dann die originale Switch kaufen. Vielleicht kriegt die tatsächlich nochmal in irgendeiner Form einen Rabatt irgendwelche, oder zumindest die Händler wollen dann die Konsolen eben noch loswerden. Das heißt, wir könnten es vielleicht sogar schaffen, dass die, oder sehen, was heißt wir schaffen, zu Nintendo schaffen, aber wir sehen, dass dann vielleicht Ende 2025 oder irgendwann in 2026, je nachdem, wann Nintendo wirklich zu 100% dann eben auch die Produktion und die Verkäufe von der originalen Switch einstellen werden. Kann es sein, dass wir einen neuen ersten Platz sehen werden, was ich an sich immer ganz, ganz cool, einfach weil es so ein bisschen aufregend ist. Ne? Nicht, weil ich denke, oh mein Gott, endlich die PlayStation 2 vom Thron gestoßen, diese rotzige Scheißkonsole. Nein, ich finde es einfach immer nur sehr interessant, wenn solche Meilensteine dann tatsächlich auftreten. Und auch von der verkauften Software ist es halt insane, dass wir 31 Millionen Seller-Titel haben mittlerweile. Also es gibt 31 Titel im letzten Jahr, die über eine Million dann eben verkauft haben. Und 20 davon Nintendo. Das ist, also auch was die für ein Geld einnehmen, und wir hatten das ja auch in so einer Übersicht mal gezeigt, und das ist auch eine Sache, die vollkommen absurd ist, sich das klar zu machen, dass während dieser Switch-Ära, also während der letzten 7 Jahre, dieses Zeitfenster, die 7 Jahre, in dieser Zeitspanne hat Nintendo mehr Geld einkassiert als in der kompletten Konsolenhistorie davor. Also quasi alles, was sie so seit Beginn des NES, als der Anfang der 80er, Mitte der 80er eingeführt wurde, oder beziehungsweise das Famicom in Japan, alles von dort bis hin zu Ende der Wii U, also quasi so Anfang, Mitte 80er bis Anfang 2017, diese ganzen Einnahmen waren weniger als die letzten 7 Jahre der Switch. Man hatte ja schon damals gedacht, so, oh mein Gott, in der DS-Wii-Ära, da haben sie einfach nur Geld gedruckt, da haben sie es geschafft, einen riesigen, gigantischen Milliarden Dollar schweren Berg an Rücklagen sich einfach zu finanzieren, weil sie so viel Gewinn gescheffelt haben. Und dann guckt man sich diese Grafiken an und vergleicht dann die Umsätze und die Einnahmen von der Wii-Ära, von der Wii- und DS-Ära, das ist ja beides zusammengenommen, mit der Switch-Ära. Und dann sieht das aus, als ob sie während so Mitte, Ende 2000er sie einfach irgendwie gar nichts verdient hätten. Und das liegt natürlich auch einfach nochmal daran, dass nicht nur die Konsole sich so gut verkauft, sondern dass sie so viele, vor allem auch eigene Titel haben, die absolute Millionenseller sind. Also Mario Kart 8 verkauft sich ja immer noch weiter. Das liegt ja, glaube ich, auch bei irgendwie über 60 Millionen verkauften Einheiten. Allein letztes Jahr nochmal, also wirklich letztes Jahr, nur in 2023, hat sich Mario Kart 8 nochmal 8 Millionen Mal verkauft. Das ist absurd. Also ich finde das so krank, weil ja, du hattest dann dein Tears of the Kingdom, was relativ schnell über 10 Millionen verkauft hat und letztes Jahr insgesamt dann auch die 20 Millionen Marke geknackt hat. Du hattest einen Super Mario Brothers Wonder, was zumindest, das heißt zumindest, aber im Vergleich dazu stolze 13 Millionen verkauft hat. Und dann kommt Mario Kart 8 und bringt eben auch nochmal die 8 Millionen hinterher. Ich finde es auch immer ganz interessant zu sehen, dass auch so Spiele, die im kulturellen, so popkulturellen Zeitgeist, oder zumindest, ne, wenn man hier in solchen Gefilden über Videospiele spricht, dass ein Titel wie Nintendo Switch Sports relativ schnell zur Seite fällt, wo es ist ganz nett rausgekommen, alles klar. Aber es sprechen Leute jetzt nicht wirklich. Und auch als der DLC angekündigt wurde, habe ich jetzt nicht die Leute gesehen, die gesagt haben, ja, Baby, endlich neues Futter für mein Lieblingsspiel des Jahres. Aber auch das hat sich hervorragend verkauft. Auch das ist ein absoluter millionenfach verkaufter, also ein Millionseller für Nintendo, und hatte sich auch noch einmal im letzten Jahr 3,5 Millionen Mal verkauft. Und das ist ja ein Spiel, was zum Jahr davor rauskam.
rausgekommen ist. Also da es nochmal zu schaffen, auch in 2023 nochmal 3,5 Millionen verkaufte Einheiten abzusetzen, ohne dass es jetzt irgendwie groß beworben wurde oder so das Jahr später, das finde ich auch nochmal absolut insane. Mittlerweile gibt es, ich habe diese Wikipedia-Seite davon durchgesehen, was die Verkäufe betrifft, und da werden 93 Spiele gelistet, die sich auf der Switch über 1 Million Mal verkauft haben. 93 Titel. Es gibt insgesamt 21 Titel, die sich über 10 Millionen Mal verkauft haben. Und das sind quasi praktisch alles Nintendo-eigene Titel. Also, man muss sich das mal so ein bisschen vor Augen halten, wenn man so, oh ja, ne, Sony mit ihrem Spider-Man, was sich 20, 30 Millionen verkauft hat, so ein Horizon 10, 20 Millionen, God of War irgendwie 20 Millionen. Okay, das ist nett, aber da kommt dann mittlerweile so alle paar Jahre oder vielleicht einmal im Jahr so ein Spiel raus, so ein Spider-Man 2, das große, fette Sony-Ding, 10 Millionen Mal verkauft, und dann kommt alleine ein Super Mario Bros. Wonder, so ein 2D-Sidescrolling-Mario, und sagt, ja, ich mach das und nochmal 3 Millionen mehr. Ach, übrigens, und wir haben dieses Jahr noch ein neues Zelda rausgebracht, was 20 Millionen Mal verkauft hat. Oh, wir haben übrigens immer noch 8 Millionen Einheiten von Mario Kart 8 verkauft. Ach ja, und selbst eine Nintendo Switch Sports hat sich 3,5 Millionen Mal verkauft. Plus den ganzen anderen Kram, den wir rausgebracht haben, der sich mehrere Millionen Mal verkauft hat. Und der ganze andere Scheiß, der sich nebenbei sowieso immer noch gut verkauft. Also es ist absurd, diesen Siegeszug eben auf einem Hardware-Level zu betrachten. Und für mich ist immer so ein bisschen schade zu sehen, dass sich die Konsole selber, was so die Funktionen und die UI betrifft, nicht wirklich weiterentwickelt haben. Ich hatte das ja auch schon in meinem letzten Video angesprochen, aber ich finde es schade, dass wir nie einen UI-Refresh bekommen haben. Einfach weil sich das bei der Switch immer als so ein Placeholder angefühlt hat. Und als ich die Konsole damals ausgepackt habe, ich dachte zuerst, oh, ja, das wird noch nachgepatcht. Das ist so, haben wir jetzt nicht fertig gekriegt, weil wenn man es mit den vorigen UIs vergleicht, also selbst so einer Sache wie im GameCube, dann fehlte hier oder fehlt hier weiterhin bei der Switch, finde ich, diese Persönlichkeit. Also auch so diese ganzen Musikstücke, wenn man in die Menüs reingeht oder die normale reine Gestaltung davon. Das finde ich bei der Switch bis heute sehr, sehr langweilig. Und es sind so ein paar Optionen hinzugekommen. Wir haben ein paar mehr Menüpunkte. Oh, okay, wenn ich jetzt in meine Bibliothek reingehe, dann habe ich dort zumindest irgendwelche Ordner. Okay, alles klar. Aber es ist jetzt nichts wirklich grundlegend Aufregendes passiert, was das verbessert. Deswegen auch da hoffe ich, dass wir mit einer Switch 2 endlich wieder den Activity Log zurückbekommen, dass da auch die UI wieder ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommt, dass es mehr diese Verspieltheit bekommt, die es vor allem so auf der Wii U und dem 3DS hatte. Das hoffe ich sehr, dass wir sowas da mit der Nachfolgerkonsole wieder bekommen werden. Und natürlich auch, dass dann die bestehenden Services übernommen und ausgearbeitet werden, wie zum Beispiel Nintendo Switch Online. Weil ich finde, das ist immer noch eine richtig coole Sache, zumal die abseits vom N64 die Emulation der ganzen Konsolen auch sehr gut sind. Ich meine, klar, es betrifft eigentlich dann nur 8- und 16-Bit-Geräte. Ist jetzt nicht das Schwierigste im Jahr 2024 irgendwie halbwegs vernünftig laufen zu lassen. Aber es ist trotzdem cool, dass es da ist, dass ich darauf Zugriff habe, dass ich dann eben auch die Konsole eine Woche oder so offline nehmen kann unterwegs und kann trotzdem noch Zugriff haben auf diese Spiele, die per Online-Service freigeschaltet werden. Wäre cool, wenn man sie einzeln kaufen könnte. Ich meine, der Preis von Nintendo Switch Online ist relativ günstig, gerade wenn man in so einer Family-Gruppe drin ist. Ich zahle da pro Jahr, ich glaube, keine 5 Euro für oder so. Also dafür ist mir das sowieso wert, dass ich dann auch nochmal nebenbei Zugriff auf diese ganzen Titel habe. Aber das, was ich mir vor allem wünsche, ist, dass mehr hinzukommt. Und ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, dass eben der Preis von Nintendo Switch Online nicht steigt und die Lizenzkosten außerhalb der eigenen Spiele vielleicht dafür zu hoch sind. Ich habe keine Ahnung, was sich Konami auszahlen lässt dafür, dass dann ein Castlevania Bloodlines auf dem Mega Drive Emulator verfügbar ist. Das weiß ich ja einfach nicht. Und vielleicht wäre das einfacher, zumindest noch die Option zu geben, wie damals bei der Virtual Console, die Titel einzeln zu kaufen und darüber anzubieten. Weil wir haben jetzt in dem letzten Jahr, und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, und seitdem das letzte Video rausgekommen ist, Anfang Juni 2023, sind 4 Spiele für den NES rausgekommen, 8 Spiele für den
den SNES. 16, und das ist so das meiste, was wir bekommen haben, gerade auch vor kurzem erst mit den ganzen Mega Man-Spielen. 16 Spiele für den Game Boy bzw. Game Boy Color. 8 Spiele für den GBA. 4 Mega Drive-Titel. Und das, was natürlich dann auch noch eingeführt und wir am meisten bekommen haben, sind 19 N64-Titel. Also, das ist immer noch auf das ganze Jahr hochgerechnet ziemlich spärlich. Also, das ist nicht mal ein Titel, also außer ich kriege das jetzt gerade im Kopf so verkehrt irgendwie hochgerechnet, aber es sind so knapp ein Spiel pro Woche. Ne? Und während wir auf der Wii Virtual Console früher, ich glaube, so 2 bis 4 Titel jede Woche haben, die dafür hatten, die für die verschiedenen Systeme rausgekommen ist. Also während ich die Auswahl gut finde, während ich die Kuration der Titel, klar, bis auf wenige Ausnahmen, die vielleicht ein bisschen weird sind, aber ich nehme mal an, dass das das Problem für die meisten Leute ist, dass die einfach die Spiele nicht kennen, die da rauskommen und dann deswegen denken, oh, von diesem random NES Super Nintendo Spiel habe ich noch nie gehört, was soll denn das hier irgendwie drauf? Würde ich mir wünschen, dass Leute sich dann auch die Möglichkeit irgendwie nutzen, vielleicht mal Sachen auszuprobieren, ne, wenn man eh schon den Service hat, einfach mal irgendwie reinzugucken. Das ja, da sind auch Sachen dabei, wo ich mir denke, warum ist das ist jetzt nicht wegen seines Qualitätsstandards hier drauf, das ist jetzt nicht wegen irgendeiner wichtigen IP drauf, so was macht das hier im Vergleich zu ganz vielen anderen Spielen in diesem Service, vor allem weil Nintendo zumindest mehr ihrer eigenen Titel da rausballern könnte. Also gerade wenn ich mir den GBA angucke, da gibt es noch so unfassbar viele eigene Spiele, die sie raufballern könnten. Und was haben wir letztes Jahr gekriegt? 8 Stück, cool. Danke, da könnte doch vielleicht ein bisschen mehr drin sein. Oder auch eben noch beim Game Boy. Ich meine, bei allen Systemen. Außer beim N64 hatte ich jetzt nicht so viele Spiele. Da läuft man dann irgendwann relativ schnell in Probleme. Aber den restlichen NSO, die Angebote, finde ich, die könnte man dann doch nochmal ein bisschen besser machen. Aber ich bin weiterhin mit der Switch sehr zufrieden. Ich mag ja auch, dass noch so hier und da ein paar Japan-exklusive Sachen rauskommen. Ich meine, das wäre cool, wenn die auch bei uns rauskommen würden. So Retro-Game-Challenge wäre geil, wenn wir das hätten. Das Spiel von Goodfeel. Ich hoffe, wir kriegen noch eine portierte Version, also eine übersetzte Version davon, eine lokalisierte, genauso wie mit dem zweiten Shinchan-Spiel. Da haben wir das erste bekommen. Wäre ganz nett, wenn das zweite auch rauskommen würde. Aber für mich ist eben auch die Switch weiterhin relevant wegen der ganzen Indie-Portierungen. Selbst wenn sie manchmal jetzt nicht den besten Qualitätsstandard haben. So, ich hätte mir fast die Switch-Version von Dave the Diver geholt, bis mir dann Leute gesagt haben, nein Björn, die ist relativ kacke. Und dann habe ich jetzt gewartet, bis die PS5-Version rausgekommen ist davon. Aber viele andere Sachen, ne, gerade auch so, ich hatte letztens erst wieder ein bisschen Gunbrella drauf gespielt, Pepper Grinder war super. Balatro auf der Switch ist ein absoluter Produktivitätskiller. Aber super Handheld-System dafür. Und auch da freue ich mich dann, das ist auch ein Grund, warum ich mich auf dieses Hardware-Upgrade der nächsten Konsolengeneration freue von dieser Switch-Nachfolgerkonsole, weil auch im Indie-Bereich man eben merkt, es ist jetzt weniger, dass man an die technische Limitierung des Geräts, ne, drankommt, aber dass es natürlich für Indie-Entwickler vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, ihre Systeme oder ihre Spiele gerade mit irgendwelchen Standard-Engines vielleicht auch zu optimieren auf die Hardware und dass dann eine Steigerung in der Power diesen Bottleneck so automatisch, ne, mit mehr Kraft Brute-Forcen so ein bisschen aushebeln könnte, dass ich mir dann auch in Zukunft keine Sorgen mehr machen muss. Hey, wie sieht es denn mit diesem Switch-Port aus? Hey, ich gucke auf das Spiel, das sollte eigentlich perfekt da drauf laufen, aber teilweise muss ich mir dann immer noch so mal Berichte ansehen oder ein paar Vergleiche, weil es dann doch etwas schwerfälliger aussieht. Und gerade jetzt auch bei der letzten Nintendo Direct war es wieder so zu sehen, so ein Port wie Stray, wo ich mir gedacht habe, hey, es ist cool, dass das auf der Switch rauskommt, selbst wenn ich jetzt auch nicht der größte Fan vom Spiel bin, ne, könnt ihr auch da gerne meine Review zu ansehen. Aber obwohl ich jetzt nicht der größte Fan bin, finde ich es cool, dass es rauskommt, aber es ist so eine Sache, warum dann nicht noch die Zeit warten bis zur Nachfolgerkonsole, dass eben auch das Spiel darauf gut laufen kann, wenn man jetzt eh schon 2 Jahre gewartet hat, es zu portieren. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen gucken. Ich bin mal gespannt, ob Nintendo nochmal irgendwas an dem Store selber ändern wird. Also ich hoffe auch da, dass die Performance vom Switch Store endlich mal besser wird, weil das ist immer noch eine Katastrophe. Das ist grauenhaft. Ich möchte gerne mehr Zeit eigentlich im Store verbringen und dadurch stöbern, aber es ist eine Qual. Es ist eine solche schlimme Performance. Also nicht einfach nur, dass es noch immer noch Ewigkeiten dauert, überhaupt diesen Store als App zu laden. Ne, im Vergleich, vor allem wenn man das gewohnt ist von der PlayStation 5, wo es ja
gefühlt in die Standard-UI eingebunden ist, dass ich nur ein bisschen nach links rüber gehe und auf einmal ist der ganze Store geladen, ohne dass ich eine separate App öffnen muss. Und dann auf die Switch zurückzugehen und ey, hier eShop, du bist dann drin, da muss erstmal 600 Jahre, müssen irgendwelche Angebote von Hentai-Games geladen werden. Und wenn ich dann auf irgendeinen Reiter drauf gehe, ist es immer so 100 Jahre Input-Lag, 100 Jahre Delay, dann laden teilweise Sachen nicht richtig oder du bist dann ungeduldig, drückst einmal zu schnell und dann bist du wieder rausgegangen und du bist so, nein, jetzt muss ich wieder irgendeinen Kram davon suchen. Und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas mit der Kuration des Stores machen werden. Das ist ja generell so ein Problem. Du willst ja eigentlich, dass es eine gewisse Barrierefreiheit gibt, damit die Leute, deren Spiele man ja auch haben will, keine Probleme haben, auf das Portal zu kommen, auf diesen Store zu kommen, sie ihre Spiele dort eben auch zu veröffentlichen. Das Problem ist dann nur, dass du damit auch so ein bisschen die Floodgates geöffnet hast für allen möglichen Kram. Ich hatte ja vorhin das schon angesprochen mit diesen Hentai-Games, aber es ist wirklich absurd, wenn man, wie ich zum Beispiel, so alle 1 bis 2 Wochen in diesen Store reingeht und die neuen Releases nachguckt, um sich so ein paar interessante Sachen auf eine Wunschliste zu packen. Es ist wirklich absurd, wie viele Spiele irgendwie so Hentai im Namen haben, wie viele Spiele nur irgendein langweiliges Minispiel sind mit dickbrüstigen Anime-Figuren, die jetzt mittlerweile im besten Fall auch noch KI-generierte Bilder sind, was man auch immer sofort, das ist immer der gleiche Stil. Du siehst das innerhalb von einer halben Sekunde, weißt du ganz genau, oh, da wurden wieder KI-generierte Bilder benutzt. Und ich bin mal gespannt, ob das gilt nicht nur für die Switch, das gilt ehrlich gesagt auch für alle anderen Plattformen, dass es da vielleicht mal so eine gewisse Form der Kontrolle gibt, zumindest in irgendwelchen Bereichen wie, oh, hier auf dem Cover ist einfach ein KI-generiertes Anime-Bild. Okay, vielleicht wäre es mal, dass wir überprüfen, hey, das Ding hat Hentai im Namen. Ist es wirklich ein richtiges Spiel oder ist es nur irgendeine Shovelware-Scheiße, wo jemand denselben Sudoku-Klon 500 Mal kopiert hat, einfach nur mit ein paar anderen Anime-Bildchen und anderen Namen dahinter. Das ist so eine Sache, wo ich mir eben auch denke, dass die Switch davon später profitiert. Das wird jetzt nicht mehr für die 1er noch irgendwie passieren, aber eben auch so eine Sache dann für die 2er, wo ich mir dann auch hoffe, ne, dass allgemein generell ein bisschen mehr passiert, weil auch da kam jetzt keine große Neuerung im vergangenen Jahr. Ich habe keinen Performance-Boost in dem Store gesehen. Mir ist es jetzt auch nicht irgendwie im Gedächtnis irgendwie nochmal Erinnerung, oder konnte ich es mir nochmal in Erinnerung rufen, dass wir irgendwelche Erweiterungen bekommen haben, dass wir irgendwelche Verbesserungen der UI bekommen haben, dass ich, ne, ich kann immer noch keine Ordner direkt auf der Startseite haben, ich muss immer in dieses separate Menü reingehen, ich kann die Kachelgröße nicht anpassen, das ist auch so eine Sache, lass mich doch einfach die Kachelgröße wie auf dem 3DS anpassen und wenn ich will, dass da 5000 Spiele erscheinen, dann lasst es mich doch, ne, dass so jeder Pixel ein einzelnes Spiel oder ein einzelner Ordner irgendwie ist. Wenn ich das möchte, dann lasst es mich doch dann machen. Aber ja, ich glaube, so sollte es das mittlerweile gewesen sein. So mein kleiner Rundumschlag von der Switch des vergangenen Jahres. Schreibt mir auch natürlich wie immer gerne eure persönlichen Eindrücke, eure persönlichen Meinungen. Wie fandet ihr jetzt eben das letzte Jahr, das siebte Jahr der Switch? Ist es noch ein Gerät, was ihr relativ häufig benutzt? Ist es eine Sache, wo ihr gemerkt habt, bis auf so die großen Releases, bis auf so ein Pikmin 4 oder ein Super Mario Brothers Wonder, lege ich das eigentlich nicht mehr wirklich rein oder seid ihr immer noch, nee, die Switch ist bei mir nicht wegzudenken aus dem täglichen Gebrauch. Ich benutze das jeden Tag, wenn ich im Zug zur Arbeit sitze oder so oder in der Straßenbahn oder mal wieder eine halbe Stunde zu lange auf dem Klo verbringe, weil ich irgendwie Sudoku-Rätsel lösen muss. Ich spreche da nicht aus eigener Erfahrung oder so, keine Ahnung, wo das gerade irgendwie hergeploppt ist. Schreibt mir das einfach gerne in die Kommentare, auch wenn ihr einfach absoluter Switch-Hater seid. Das ist vollkommen okay. Und ansonsten, ich werde vielleicht nächstes Jahr nochmal abschließend ein kleines Video machen. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch mal abschließend irgendwas was schreiben, um den kompletten Run der Switch zu beurteilen. Aber jetzt, wo wir diese doch sehr interessanten Ankündigungen bekommen haben, ne, wo vielleicht jetzt noch ein... Ich gehe davon aus, dass Metroid Prime 4 Beyond für die Switch 2 ein Launch-Titel, ne, dass es dann Cross-Gen-Titel sein wird. Aber falls es auch früher rauskommt, dann wäre das ja auch eine Sache, die man nochmal nächstes Jahr in so einer Retrospektive betrachten kann, aber das wird dann, glaube ich, nicht nur, okay, ich befasse mich mit diesem achten Jahr, mit diesem letzten Jahr der Konsole, sondern vielleicht nochmal allumfassend dann wirklich komplett zurückblickend. Aber ja, müssen wir mal sehen, wie ich das dann mache. Es wird auf jeden Fall Ende des Jahres auch wieder die jeweiligen Rückblicke, Retrospektiven zu der PlayStation 5 und
Xbox Series geben, dann im November, wenn die mittlerweile schon 4 Jahre dann alt werden. Man hat das Gefühl, die Konsolengeneration ist gerade erst begonnen und dann ist es schon über die Hälfte irgendwie rum wahrscheinlich. Naja, darauf könnte ich auf jeden Fall freuen, genauso wie auf ganz, ganz viele andere weite Videos. Und falls euch das gefallen hat und ihr neu hier sein solltet, seid ihr drauf gestoßen. Ich habe ja gerade schon ganz, ganz viele andere Vorschläge für Videos gegeben. Könnt euch natürlich gerne das dann auch für die Switch vom letzten Jahr ansehen, wo ich halt wirklich so über diese gesamten 6 Jahre gesprochen habe, die ganzen Reviews, die in den letzten 12 Monaten zu der Plattform erschienen sind. Und lasst dementsprechend doch wahrscheinlich auch einfach, lasst doch einfach mal gerne so ein Abo da, wenn euch, weißt du, wenn ihr jetzt hier bis hierhin gehört haben solltet und denkt, boah, relativ knorke, gar nicht mal so scheiße die Meinung, die der Typ von sich ablässt, nur 15 Fehler gemacht, anstatt die 30 von anderen Leuten, die ich mir mal anhören muss. Oh, und ich habe noch nicht abonniert, dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen. Und ansonsten, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier kommt bald wieder ein neues Video und bis dahin, macht's gut. Bye-bye.